Fox, Sorceress and Banana Items. What? Ist das Leder? Das ist doch kein Leder, oder? Doch, tatsächlich ist es echt Leder. Sieht gar nicht aus wie Leder. Wie sieht denn die Mütze aus? Ach so. Schön, wir könnten schon unser erstes Rüstungsteil machen. Ha! Das hier ist schön. Das freut mich richtig. Yo, Bro! Ach, wir können gleich mal die Minen hier noch einsammeln, sehe ich gerade. Oh, wir sind ja fast tot. Das war unnütz, ich weiß. Ich weiß. It was just because I came. Oder so. Ja, wo kriege ich denn diese Sachen her? Frage ich mich gerade. Hat er jetzt wirklich das andere... Oh, nein, verflucht. Wo kriege ich das denn hier her? Ach, von den... Okay. Von den Containment-Dingern. Und das hier kriege ich gleich von allen. Ja, das sieht gut aus. Und das... Ja, von den Priestern und den E-Bossen. Oh. Ja, vielleicht sollten wir nicht davor stehen und einfach tatenlos zusehen. Wie ein Level 29er Mobs versucht, uns zu töten. Ich finde es irgendwie lustig, wir dodgen alles mit dem... Weil hier mit der Darkness... Darkness... Wir sind so wie ein kleiner Noctur. So, ich sehe die Quest gerade gar nicht. Ach, wir brauchen echt noch einen E-Boss. Ich dachte, wir wären mit den E-Bossen fertig. Sehr witzig. Haben wir das auch fertig. So, und Yillis werde ich erstmal mit Level... Yillis werden wir dann mit Level 29 machen, wenn ich dann die Rüstung, die neue, anhabe und dementsprechend nur noch auf die Waffen zurückgreifen muss. Weil mit Level 26 brauche ich das gar nicht probieren, weil Yillis wirklich... Ich finde, Yillis ist sehr hart. Und da sie die Bosse eh momentan härter gemacht haben, gut. So. Wir müssen jetzt immer noch warten, dass der eine, dass unser Gildenleader uns mal wieder hilft. Thank you. Now we have one less thing to worry about. Und das ist auch eigentlich eine Wiederholungsquest, aber anscheinend nicht. Wahrscheinlich haben wir das erforderliche Level für diese Wiederholungsquest leider noch nicht, deswegen. Ja. Blöd. Blöd. Wirklich blöd einfach. Ja, nichtsdestotrotz, wir reiten jetzt zu Theodore. Und fragen nochmal, Jay, wie weit bist du? Tittenbonus. Ich finde dieses Doppelpunkt 3. Er hat uns vergessen. So, wo wir hier schon rumreiten und sowieso die ganze Zeit was machen, können wir auch die Truhen nochmal neu einsammeln gehen. Und ich lade dann schon mal Dino ein. Oder Flüssei. Ich dachte schon, die Truhe wäre nicht da. Ich liebe dieses Gebäude. Es ist so gruselig. Es ist so spooky. Es ist einfach so mad und so
Man weiß einfach nicht, was hier los ist. Das hat... Was? Nein, das kann ja nicht sein. Dass das schon uns den Fuß gebrochen hat, das ist ja unglaublich. Vor allen Dingen jetzt bin ich aufgemountet, um richtig, um eben hierhin zu gehen und dann zu sehen, hier ist gar nichts. War da eine Blume? Oh, what? Es war da so eine Blume, oh mein Gott. Das macht so. Macht. Plus. So, lololololol. Ich könnte jetzt hätte wieder die Möglichkeit, natürlich wieder zurück ins Teamspeak zu gehen, aber ich habe da. Boah, ich möchte auch mal selbst wieder kommentieren können und nicht von den alleine. Ich muss jetzt. Es ist für mich ja meine Möglichkeit, dass ich selbst reden kann. Und ich meine, die beiden haben viel Ahnung, die diskutieren da immer viel aus. Und oh, das sind halt wirklich so Raiders-Pros, die beiden eigentlich, die hier in der Gruppe sind. Und ich bin einfach nur hier für Entertainment und Spaß und ich finde das dann immer sehr, manchmal sehr anstrengend. Das gebe ich auch ehrlich zu, es ist manchmal sehr anstrengend, aber ansonsten, na, no, schon ganz akkurat. Have you finished doing what I asked? So, you are after this woman in the portrait, Marini, huh? Okay, I will circulate this picture and pull a reward off. The more people that know her face, the better chance we have to find her. Chance, nicht Chance. Chance. Chance, we have to find her. So. Ah, verdammt, wir hätten hier nach der Truhe gucken können. Richtig. Richtig, da war was. Lasst uns nach der Truhe schauen. Lasst uns schauen. Aber wir sind eigentlich voll auf einem guten Weg, Level 27 zu werden. Also es ist ja. Ich meine, natürlich ist es momentan sehr dröge, aber ich möchte das Let's Play halt auch nicht verfälschen. Ich möchte das halt nicht verfälschen und deswegen zeige ich euch jetzt auch zigtausendmal Monastery. Also, ja, das tut mir auch nicht wirklich leid. Nein. Ist da eine Blume? Oh mein Gott, da ist eine Blume. Blume! So, wir müssen jetzt Jay ein bisschen. Müssen Jay jetzt ein bisschen ärgern. Ich finde das wirklich, Jay ist wirklich echt super nett. Also, ich bin auch froh, in dieser Gilde zu sein, weil diese Gilde wirklich einfach echt nett ist. Man hat da wirklich hilfsbereite Leute drin, manche natürlich nicht. Man hat auch ein paar Schwachköpfe drin, das muss ich auch sagen, aber die hat man immer in jeder Gruppe irgendwie. Und, ne, ich bin wirklich froh, in dieser Gilde zu sein. Weil man kann mit dieser Gilde auch viele Instanzen machen und auch so Sachen, die halt eigentlich gar nicht mehr so wichtig für die selbst sind, die machen die trotzdem mit einfach, weil sie vielleicht auch ein bisschen Profit schlagen können. Aber da sind wirklich dann manche Leute bei, wenn du sagst, boah, scheiße, ich brauche noch ein Item davon, dann geben sie dir das auch, wenn sie das haben. Also es ist wirklich total super nett einfach. Und ich finde, so eine Gilde kann man sich auch wünschen, ganz ehrlich. Es gibt dann halt auch noch diese Pro-Gilden, da war ich ja auch schon drin, komischerweise. Ich weiß. Was sind denn die beiden gerade? Mount Eda. Okay. Nee, ich war auch in der Pro-Gilde drin. Es hat auch Spaß gemacht, aber auf eine andere Art. Das war aber auch ein bisschen, ich weiß nicht, irgendwie. Es ist aber, ich weiß nicht, ich finde es auch ein bisschen zu anstrengend manchmal, weil ich bin halt wirklich eine Spielerin, die möchte Spaß an dem Spiel haben, deswegen let's play ich das auch nicht, weil ich hier einfach serious, ich meine natürlich diese Pros, die werden auch angeguckt, natürlich, aber ich möchte es einfach ein bisschen unterhaltungstechnisch machen, ich möchte euch das Spiel nahe bringen. Ich möchte euch das Spiel nahe bringen und das ist mir eigentlich hauptsächlich wichtig und nichts anderes und deswegen, weiß ich nicht.
Ich möchte euch das Spiel so erklären, wie ich es verstehe. Das ist für mich auch sehr wichtig eigentlich. Und ja, ich guck mal eben gleich, nachdem wir hier die Truhe gelootet haben, wie die Aufnahmen eigentlich sind. Nicht, dass ich schon wieder das Problem habe, dass meine Stimme zu leise ist. Okay. So, jetzt ist Jay auch fertig. So. Ups. Wenn wir jetzt das noch das Chatproblem laden mal Jay ein. Wenn wir jetzt noch das Problem lösen bekommen, dass wir hier ohne... Oh, Scheiße, jedes Mal. Du musstest dich nicht melden. Ja. Jay ist wirklich ein alter Gentleman. Das kann man so sagen. So. So, und wir gucken hier, ob wir noch... Ob wir hier noch wow. Kürbisse ein paar bekommen. Und es ist direkt der Flausch. OMG. So, dann wollen wir jetzt mal Monastery machen. Weiter. Ich habe gar keine Kiste. Ich wollte nur eine Kiste aufsammeln, ist mir aufgefallen. Und jetzt habe ich keine Kiste mehr eingesammelt. So, wir könnten natürlich auch demnächst dann noch ein bisschen Rüstung farmen. Falls wir keine Monastery-Gruppe. Wow. Immer, ich renne grundsätzlich vor diese Fackeln. Grundsätzlich. Was hat sie denn da? Sophielein, ich glaube, du rennst weg. Die Koroks sind so geil, wie sie tanzen können. Einfach so geil, einfach. Das ist so cool. Guckt euch das an und die Musik dazu. Genießt es. So geil, ich feiere das so. Richtig witzig. Aber ich finde es ein bisschen barbarisch, wie man auf diesen Korongs drauf sitzt quasi. Ist ein bisschen brutal, würde ich behaupten. Aber wir tanzen trotzdem dazu. Ach ne, wir müssen hier den peinlichen Tanz machen. Wir müssen Musik haben zum Tanzen. Ich liebe dieses Skill, aber es ist einfach so, what the fuck? Loot.
Wieso krieg ich die ganze Zeit Steel Bullion? Bullion. Jay, was hast du an? Das muss ich mir jetzt Epic Tempel Rüstung. What? Schick. Edel. Schwuli. Das macht den Körper voll schmal. Macht dich voll. So, wir sammeln hier noch ein bisschen zusätzliche Prozente. Pading! Ja, man muss das doch einfach mal auch beim Namen nennen, dass es eben total schmal macht. Aua, wieso mich? Ja, wir müssen jetzt nur noch auf Flausch etc. warten. Aber wir können ein bisschen farmen. Das ist... XP! Ich will die XP haben, wenn das nicht geht. Und natürlich darf man den Loot nicht vergessen. Oh, da liegt noch Loot. Oh mein Gott, das haben wir verpasst. Nein. So geht das aber nicht. Loot. Ich fände es irgendwie schöner, wenn die Steel Fragments sammeln würden, finden würden. So. Wir müssen uns immer noch hier über diesen Gürtel aufklären. Wahrscheinlich müssen wir den ersten Gürtel craften, um den zweiten Gürtel zu craften. Oder irgendwie sowas. Aber ist der nicht genauso stark wie der? Ich sehe da irgendwie nicht den Unterschied drin. 670, 100 Leben, 50 Leben. Stamina plus 10. Naja, okay, ist doch ein bisschen besser. Jetzt hat auch endlich mal das Zombie-Tyrannenblut Sinn. Oh Mann. Das sah jetzt ein bisschen übertrieben aus, würde ich behaupten. So. Ach, wir können, bevor wir loslegen in Dings, werden wir ein bisschen... Ich weiß gar nicht genau, was ich mir als erstes machen möchte. Ob ich mir eher die, Habe ich schon echt 100... Oh, Scheiße. Oh. Oh mein Gott. Hm, das schicken wir lieber, glaube ich, mal weg. Wobei, das hier kann man auch verkaufen. Ich mache mir eh nicht. Kann man das traden? Nö. Egal, ich mache mir eh kein legendäres Zeug, deswegen ist es auch für mich egal. Da war doch irgendwo war kein permanenter, ne? Ja, weg damit. So. Das können wir auch wegpacken. Weg damit. Das können wir auch wegpacken. Ne, Ghost Stone. Keine Ahnung, was das ist. Okay, aber das können wir wegpacken. So. Das Holz werden wir versuchen zu verkaufen, aber es ist unwahrscheinlich, dass wir es verkaufen. Wir können das hier mal benutzen. Wir haben immer noch dieses Rengar Deer Soup. Go. Ja, kleines Ego. So. Ich weiß gar nicht, was die macht. Was macht die? Increase Health Recovery. Oh, cool. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so dumm, bei einem Monat zu benutzen, aber wahrscheinlich. Naja. Es wird uns ein bisschen helfen. Haben wir nicht hier auch Quests drin eigentlich? Naja, anscheinend nicht. Wahrscheinlich sind wir auch zu low.